Früh am Morgen hatte Vorbeck sich erhoben, um vor seinem Gang nach Hubertus noch einige Stunden für die Arbeit zu gewinnen. Er öffnete das Fenster, rückte die Leinwand in das beste Licht. Er hörte nicht, dass Mali die Stube betrat, um das Frühstück zu bringen. Erst als die Tasse klirrte, erwachte er. »Wenn jemand von Schloss Hubertus kommt, um meine Geräte zu holen«, sagte er, »ich habe droben alles bereitgestellt.« Vorbeck verließ den Brucknerhof, folgte einem Pfad, auf den ihn der Zufall führte, und irrte 2 Stunden in dem Wald umher. Endlich ging es auf die 10. Stunde. Mit dem ersten Glockenschlag, der von der Dorfkirche herübertönte, trat Vorbeck in den Park. Als er sich dem Adlerkäfig näherte, begegnete ihm Moser. »Die Damen sind schon bei den Malersachen im Park hinten und warten.« Als er den offenen Platz vor dem Schloss erreichte, hörte er die Stimme der Klesberg und sah auf dem Rasen die Staffelei mit der Leinwand bereits aufgestellt. Kitty und Tante Gundi standen vor dem Bild und Vorbeck, während er näher kam, hörte noch ein wortreiches Stück der begeisterten Rede, mit der die Klesberg die unglaublichen Fortschritte der Arbeit pries. So aufmerksam Kitty auch lauschte, sie vernahm doch den Schritt, der sich näherte. »Er kommt!« Tante Gundi begrüßte den jungen Künstler mit erregter Herzlichkeit, und als ihr Vorbeck, der nicht zu sprechen vermochte, die Hand küsste, sah sie so verträumt auf ihn nieder, als wären ihre Gedanken weiß Gott in welcher Ferne und vergangener Zeit. Während Kitty langsam auf den Sessel zuging, fand Gundi Klesberg ihre Fassung wieder. »Beginnen Sie nur gleich mit der Arbeit«, mahnte sie. »Die letzte Sitzung, da müssen wir die Zeit noch gut nützen.« Sie griff nach ihrem Buch und ließ sich auf der Rohrbank nieder, die heute dicht neben die Staffelei gerückt war. »Stört Sie doch nicht, wenn ich so nahe sitze?« »Gewiss nicht.« Die Palette zitterte in Vorbecks Hand, während er die Farben aus den Tuben drückte. Dann trat er vor die Leinwand. Die Falten an Kittys Kleid waren einer Korrektur bedürftig. »Gestatten Sie?« »Oh, bitte!« Als er zurücktrat und das Werk seiner zitternden Hände einer letzten Musterung unterzog, verirrten sich seine Augen bis zu Kittys glühendem Gesichtchen, und da tauchte Blick in Blick, so seltsam erschrocken, als sehe eines im anderen ein unbegreifliches Rätsel. Lautlose Minuten. Manchmal knisterte es leise, wenn Gundi Klesberg ein Blatt ihres Buches umschlug. Endlich klappte sie das Buch zu. »Sind Sie bei der Arbeit immer so schweigsam? Sie haben es wohl nicht gerne, wenn geplaudert wird?« Vorbeck erwachte aus seiner Verlorenheit. »Im Gegenteil, ich bin seit Jahren gewohnt, mit Werner gemeinsam zu arbeiten. Wir haben immer was zu plaudern.« »Wie lange leben Sie schon in München?« »Seit 14 Jahren, seit Werner mich in sein Haus nahm.« »Ja, richtig. Sie erzählten uns neulich, dass Sie mit Professor Werner verwandt wären.« »Aber Tante Gundi«, rief Kitty von ihrem Sessel herüber, »Herr Vorbeck erzählte das Gegenteil auf der Veranda, als uns das diese merkwürdige Ähnlichkeit erklärte.« »Diese Ähnlichkeit.« »Sagten Sie nicht auch, dass Professor Werner Sie erziehen ließ?« begann die Klesberg von neuem ihr Verhör. »Ja, gnädiges Fräulein, was aus mir geworden, verdanke ich Werner. Ich war 9 Jahre alt, als er mich fand.« »Als er sie fand?« »Er wusste von ihrer Existenz und suchte sie?« »Nein, Werner wusste früher von mir so wenig, wie ich von ihm. Er hat meine Eltern nie gekannt. Das waren arme Leute in einem kleinen Dorf.« »Sie haben Ihre Eltern früh verloren?« fragte Gundi Klesberg bewegt. »So früh verwaist? Wer sorgte für Sie, als Ihre Eltern gestorben waren?« »Niemand. 2 Jahre lebte ich.« Eine leise Bewegung der Schultern vollendete den Satz. »Dann durfte ich die Gänse hüten, und da kamen bessere Zeiten. Man gab mir Unterkunft im Gemeindehaus, ich bekam täglich zu essen und empfand so etwas wie Freude. Der Wald, die Wiesen, der Bach, die Sonne, das war mein Reichtum, aus dem ich schöpfte. Die Einsamkeit reifte meinen Kinderverstand. Ich begann zu denken, begann mein Leben mit dem Leben anderer Kinder zu vergleichen. Neid habe ich nie empfunden.
aber immer war in mir eine Sehnsucht, die mir fast das Herz verbrannte. Oft lag ich lange Stunden das Gesicht ins Gras gedrückt. Wenn ich mich müde geweint hatte, begann ich zu träumen, begann mit dem Finger oder mit einem Reis in den Sand zu zeichnen, mit Kohle auf die Stallwände, Ställe und Scheunen. Ich zeichnete Häuser mit Gärten, zeichnete meine Gänse und die anderen Tiere, den Kirchturm mit der Sonne darüber, den lieben Gott und den Teufel. Und schließlich versuchte ich, die Menschen nachzubilden. Vorbeck schwieg. Die feinen Linien des unter dem Gewandsaum hervorlugenden Füßchens, an dem er gerade malte, nahmen seine Aufmerksamkeit in Anspruch. Es währte eine Weile, bis er wieder zu erzählen anfing. Meine Kritzeleien begannen im Dorf von sich Reden zu machen, in einer Weise, die mir nicht erfreulich war. Die Besitzer der schönen weißen Mauern waren nicht gut auf mich zu sprechen. Er lächelte. Ich musste mich früh daran gewöhnen, für meine Kunst zu leiden. Nun schwieg er und arbeitete mit doppeltem Eifer, als wüsste er nichts mehr zu erzählen. Die Klesberg war mit diesem Schluss nicht einverstanden. Und wie kam das mit Professor Werner? An einem Sommertag, auf der Bachwiese lag ich zwischen meinen Gänsen im Gras, da sah ich nicht weit von mir einen fremden Mann stehen in städtischer Kleidung. »Werner?« stammelte Gunde Klesberg. Vorbeck nickte. Der breite Hutrand warf einen dunklen Schatten über das schmale Bartgesicht, in dem zwei Augen glänzten, über die ich mich wundern musste. Ich weiß nicht warum. Nie hatte ich ein gutes Wort gehört, nie einen freundlichen Blick empfangen. Der fremde Mann da war der erste Mensch, der mich ansah in herzlichem Erbarmen. Lange stand er so vor mir, ohne ein Wort zu sagen. Dann ging er auf mich zu. Vorbeck sah wie ein Erwachender auf. Von der Ulmenallee klang die schreiende Stimme des alten Büchsenspanners, dazu eine schrille Mädchenstimme. Nun kam der Diener vom Schloss herübergelaufen. »Fritz, was ist denn?« »Moser hat am Adlerkäfig die Türe nicht versperrt und der Steinadler, den der gnädige Herr vor 3 Jahren aus der Bärenwand herunterholte, ist ausgeflogen. In der Allee sitzt er, auf einer Ulme.« »Ach du lieber Himmel, wenn Papa das erfährt«, stammelte Kitty. »Kommen Sie, Herr Vorbeck, der Adler muss wieder eingefangen werden.« Vorbeck hatte schon die Palette aus der Hand geworfen und rannte mit Kitty und Fritz nach der Ulmenallee. Gunde Klesberg ermunterte sich aus ihrer Verstörtheit und fuhr mit beiden Händen nach ihrer Frisur. »Kitty, Kitty!« Sie sah die Comtesse mit Vorbeck um die Ecke des Schlosses verschwinden und schrie in Sorge. »Aber Kinder!« Die beiden hörten nicht. Atemlos erreichten sie die Allee und sahen unter einer Ulme schreiende Menschen stehen. »Aber Moser«, jammerte Kitty, »was haben Sie denn da angestellt? Papa wird wütend sein, wenn er das hört.« »Auf Ehr und Seligkeit, ich hab keine Schuld nicht«, keuchte der Alte. »Und gar nicht denken kann ich mir, wie's Unglück passiert ist. Ich hab den Schlüssel umdreht und da höre ich meinen Namen rufen. Und wie ich mich umschau, steht's Zaunerlieserl in der Allee. Und Marr und Josef, den Vogel schau an«, schreit's Madel. »Und wie ich zum Käfig hinschau, hab ich gemeint, mich trifft der Schlag. Stürl steht sperrangelweit offen und der Adler hupft auf der Allee umeinand.« An halber Höhe des Baumes saß der Adler auf einem Ast, die Fänge weit gespreizt. »Was fange ich denn an? Herr Jesus, Jesus!« klagte Moser. »Der gnädige Graf, der jagt mich zum Teufel, wenn der Vogel hin ist!« »Vor allem sollen sich die Leute ruhig verhalten«, sagte Vorbeck. »Jeder Lärm muss den Vogel noch scheuer machen, als er schon ist.« Kitty befahl energisch. »Ruhe!« Schweigen trat ein. Aber vom Schloss herüber hörte man den Jammerschrei der Klesberg. »Kitty, Kitty!« Das klang immer näher, niemand kümmerte sich darum, alle spähten nach dem Adler. »Der Vogel kennt die Kraft seiner Schwingen nicht«, sagte Vorbeck zu Kitty, »sonst würde er nicht so ruhig sitzen. Er ist an die Gefangenschaft gewöhnt. Wenn wir ihn aufstören, wird er zu Boden flattern. Ihn mit den Händen zu packen, das möchte übel ausfallen. Mit einem Netz vielleicht?« »Fritz, das große Forellennetz und eine Leiter«, befahl Kitty. Der Diener rannte mit dem Stallburschen davon.
Misslingt die Sache, so wird nichts anderes übrig bleiben, als den Vogel durch einen Schuss zu töten, wenn er über die Parkmauer hinausflattert und ins Dorf gerät. »Was? Den Adler erschießen?« stotterte Moser. »Nicht um die Welt, Mar und Josef, was möchte der Herr Graf sagen?« »Herr Vorbeck hat recht. Was Herr Vorbeck anordnet, hat zu geschehen«, entschied Kitty mit einer Bestimmtheit, die keinen Widerspruch duldete. »Ich werde die Sache bei Papa verantworten. Schnell, Moser, holen Sie ein Gewehr!« Moser schüttelte den Kopf und ging. »Kitty, Kitty!« Tante Gundi erschien mit ausgebreiteten Armen in der Ulmenallee. »Fräulein von Klesberg ist in Sorge«, sagte Vorbeck und fasste Kittys Hand. »Ich glaube auch, es wäre besser, wenn Sie sich entfernen wollten, bis die Sache vorüber ist.« Mit großen Augen sah ihn Kitty an. »Nein, ich bleibe bei Ihnen. Angst habe ich nicht.« In Verzweiflung kam Gundi Klesberg herbeigestürzt und umklammerte Kittys Arm. »Fort, fort! Bist du von Sinnen? Was hast du hier zu schaffen?« Sie sah den Adler, der in verdächtiger Unruhe den Hals streckte. Aufkreischend suchte sie Kitty mit Gewalt von der Stelle zu reißen. »Aber Gundi, ich bin doch kein Kind mehr. Das ist wahrhaftig keine Gefahr. Herr Vorbeck ist doch bei uns.« »Ich bitte, gehen Sie«, fiel Vorbeck ein. »Sie sehen, in welcher Sorge Fräulein von Klesberg ist. Fort, fort! Hörst du denn nicht? Herr Vorbeck bittet dich!« Einen Augenblick sträubte Kitty sich noch, dann sagte sie, »Gut, ich gehe. Aber dann haben auch Sie keine Veranlassung, hier zu bleiben. Moser soll allein sehen, wie er seine Dummheit wieder gut macht. Kommen Sie, Herr Vorbeck.« Sie streckte die Hand nach ihm. Da kam ein Diener mit dem Netz gelaufen und der Stallbursche brachte eine hohe Leiter. »Seien Sie vorsichtig«, rief Vorbeck dem Burschen zu, der die Leiter aufzurichten versuchte. »Stoßen Sie mit der Leiter an keinen Ast!« Die Warnung kam zu spät. Dem Adler schien die Sache nicht mehr geheuer. Er breitete die Schwingen aus. Des Fluges ungewohnt vermochte er sich aus dem Gezweig der Ulme nicht hervorzuheben und kam ins Fallen. »Jesus Maria!« kreischte die Beschließerin. Und die Jungfer schrie, »Der Adler! Comtesse! Der Adler!« Krachend stürzte die Leiter zu Boden, die dem Stallburschen im Schreck aus den Händen geglitten war. Gundi Klesberg stieß einen gellenden Schrei aus und Kitty sah den taumelnden Vogel schon dicht über ihrem Kopf. Alle Stimmen schrillten und Moser kam mit einer Flinte durch die Allee gerannt. Die Schwingen des Adlers trafen schon im Niederschlagen Kittys Arm und seine Fänge streckten sich, um an ihrer Schulter einen Halt zu finden. Da warf sich Vorbeck mit ersticktem Laut über Kitty, und während sie unter dem Stoß zu Boden taumelte, haschte er mit beiden Händen die eine Schwinge des Vogels und riss ihn seitwärts. Mit wütender Kraft wehrte sich der Adler, und Vorbecks Kopf und Schultern verschwanden unter dem Gewirbel der mächtigen Flügel. Gundi Klesberg, totenbleich, griff mit den Händen in die Luft. »Vorbeck! Herr Vorbeck!« Wie eine Wahnsinnige stürzte sie auf den Bedrohten zu. Mit der einen Hand griff sie nach der Brust des Adlers, mit der anderen fasste sie seinen Hals. »Um Herrgotts Willen, Freilen! Jesus, was machen's denn?« kreischte Moser und warf die Flinte ins Gras. »Zurück, sag ich! Auslassen!« Er riss das Netz aus den Händen des Dieners und warf es über den mit Schwingen und Fängen schlagenden Vogel. Für ein paar Augenblicke bildeten die drei Menschen mit dem Adler einen wirren Knäuel. Doch ehe Kitty sich erhoben hatte, lag der vom Netz umwickelte Adler schon auf der Erde und unter Mosers Knien. Erblassend flog Kitty auf Vorbeck zu. Die Weste war ihm von der Brust gerissen und in Fetzen hing ein Ärmel von der Schulter. »Sind Sie verwundet?« Vorbeck betrachtete lachend seine Hände und griff an seinem Arm herum. »Ich glaube nicht.« Da sah er die Klesberg und erschrak. Zitternd, das Gesicht von mehliger Blässe, stand sie vor ihm, als begriffe sie nicht, was geschehen war und was sie getan. Ihr Kleid war verwüstet, die Zöpfe hingen auf die Schulter und aus dem engen Seidenärmel quollen rote Tropfen. »Tante Gundi«, stammelte Kitty, und Vorbeck, »Fräulein, um Gottes Willen, was ist Ihnen geschehen?«
die Klesberg erwachte, sah verstört an sich hinunter, und als sie die roten Tropfen auf ihrem Arm gewahrte und zwei dünne Blutlinien über ihre Finger schleichen sah, machte sie die Augen zu und setzte sich auf den Boden. Vorbeck war der Erste, der nach dem Schreck die Besinnung wiederfand, und alle fügten sich seinen Anordnungen. Der Stallbursche rannte davon, um den Arzt zu holen. Vorbeck und Fritz hoben die Bewusstlose auf und trugen sie ins Haus. Dabei stützte Kitty mit zitternden Händen Tante Gundis blutenden Arm und die Tränen rannen ihr über die blassen Wangen. Es war eine schwere Mühe, die Ohnmächtige über die Treppe hinaufzubringen und auf das Bett zu heben. Während Kitty und die Jungfer bei Gundi Glesberg blieben, ging Vorbeck mit dem Diener in den Flur hinunter. In der Ulmenallee krachte ein Schuss. Fritz rannte an Vorbeck vorüber, kam nach einer Weile zurück und berichtete: Der Adler musste erschossen werden. Die linke Schwinge war gebrochen. Auch meinte Moser, dass die Risse, die das arme Fräulein bekam, nicht heilen würden, wenn das Tier am Leben bliebe. Die Leute hier sind schrecklich abergläubisch. Der Doktor kam und Vorbeck blieb eine Viertelstunde allein. Dann hörte er einen flinken Schritt im Flur. Kitty erschien auf der Schwelle. »Ich bin nur schnell heruntergehuscht, um Sie zu beruhigen. Der Doktor meint, dass die Wunden bald wieder heilen werden.« Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Auch die arme Gundi ist schon wieder ein bisschen ruhiger. Wie das nur kommen konnte. Vor einer halben Stunde diese glückliche Stille. Und ganz unbegreiflich ist das mit Tante Gundi, sonst die hilflose Ängstlichkeit und plötzlich dieser Mut. Fräulein von Glesberg hat sie lieb und war in Sorge. Um mich? Aber ich war doch... Kitty verstummte. Vor den Stufen der Veranda sah sie den alten Moser stehen, mit dem Hut in der Hand, ein Bild der tiefsten Zerknirschung. »Seien Sie ruhig, Moser. Was geschehen ist, können wir nicht mehr ändern. Aber Ihnen muss geholfen werden.« Kitty fasste den Arm des Alten und flüsterte ihm ins Ohr. »Schieben Sie nur alles auf mich.« »Um Gottes Willen, Comtesse, nicht um die ganze Welt.« »Ich weiß keinen anderen Ausweg. Mich kann Papa nicht davonjagen. Ich werde ihm schreiben, ich hätte eine Krähe geschossen, hätte sie in den Käfig werfen wollen und da wäre das Unglück passiert. Über alles Weitere können wir dann die reine Wahrheit sagen. Still, Moser, die Sache bleibt unter uns, da können Sie beruhigt sein. Den Adler wird Papa schwer verschmerzen, aber er wird sich auch freuen, wenn er hört, dass ich die Krähe getroffen habe.« Und weil wir schon lügen müssen, sagen wir gleich, ich hätte sie im Flug geschossen. Dann verzeiht er mir alles. Diese Logik schien dem Alten einzuleuchten. Er wollte noch einen schüchternen Widerstand versuchen, als Fritz auf der Veranda erschien. »Ich bitte, Comtesse, Fräulein von Glesberg verlangt nach Ihnen.« Kitty wollte ins Haus und blieb erschrocken stehen. »Herr Vorbeck!« Sie streckte ihm die beiden Hände hin, die er ungestüm ergriff. Seine Augen brannten und seine Lippen zuckten, als ränge, was ihm das Herz erfüllte, gewaltsam nach Sprache. Doch auf den Stufen der Veranda stand der Jäger, und Vorbeck sagte mit erzwungener Ruhe: »Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, um mir das günstige Urteil des Doktors mitzuteilen. Das war doch selbstverständlich!« Im Flur klang die Stimme der Jungfer. »Wo bleibt die Comtesse? Das arme Fräulein droben ist außer sich vor Unruhe.« Ein müdes Lächeln und zögernd löste Kitty die Hände. »Tante Gundi, Sie verzeihen.« Während sie zur Türe ging, tastete sie mit der Hand nach dem Pfosten, als wäre sie von einer Schwäche befallen. Vorbeck sah sie verschwinden. »Ich bitte, Herr Vorbeck«, fragte Moser, »soll ich Ihnen vielleicht die Malsachen heimtragen? Jetzt wird wohl ausgemalt sein.« Der Alte redete diese Worte aus seiner ehrlichen Betrübnis heraus. Vorbeck empfand ihren Doppelsinn wie einen schmerzenden Stich. Als er zur Staffelei kam, stand er lang in die Betrachtung des Bildes versunken. Dann deckte er hastig das Tuch über die Leinwand und schloss den Malkasten und ging der Ulmenallee entgegen.
Als sie am Zaunerhaus vorüberschritten, stand das feine Lieserl im Garten hinter den Johannisbeerstauden und machte dem Jäger heimliche Zeichen. Schon wollten die beiden in den Hof des Brucknerhauses treten, als ein junger Bauer von auffälliger Größe mit einem Stiernacken über ungeschlachten Gliedern an ihnen vorüberschritt. Eine eiserne Brechstange auf der Schulter. »Das ist der Pointner Andres, dem's Zaunerlieserl in Taugen sticht.« Vorbeck hörte nicht und ging an Bruckner, der aus der Scheune kam, ohne Gruß vorüber. Als er die Giebelstube erreichte, suchte er mit zitternden Händen ein Blatt hervor und schrieb in fliegender Hast einige Worte nieder. Bruckner brachte die verhüllte Leinwand und den Malkasten. »Ich bitte, Bruckner, tragen Sie diese Depesche auf die Post.« »Ja, Herr.« Der Bauer nahm das Blatt, da gewahrte er an Vorbeck den zerfetzten Ärmel. »Ist Ihnen was passiert?« Vorbeck schüttelte stumm den Kopf. Zögernd verließ der Bauer die Stube. Als die Tür geschlossen war, blieb Vorbeck eine Weile unbeweglich stehen. Dann fiel er auf einen Sessel hin und vergrub das Gesicht in die Hände.